Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth mit mir, dem Levitan 2. Wir warten immer noch darauf, dass wir einen Dimensionssprung durchführen können und sollen in der Zwischenzeit Fälle lösen. Nur haben wir keine mehr. Also müssen wir, bevor wir Fälle lösen dürfen, erstmal Fälle finden, was relativ traurig ist. Mach einfach Meteorsturz. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber... Okay, das reicht garantiert nicht. Vor allem, wenn es nicht trifft. Ja, wir haben ja Dunkelheit. Level Ups. Power Energy. Ja, okay. Absolute Stille von mir aus. Dann. Runter hier. Und hinten geht's, glaube ich, raus. Ich glaube, wir sprechen mal mit Kyoko. Wird wahrscheinlich das Beste sein. Hier müssen wir, ja. Ausloggen. Was meinst du? Ich bin froh, dass Kyoko wieder da ist. Ohne sie ist das Detektivbüro Kurumi einfach nicht das gleiche. Ja, und was meint sie, was ich so tun kann? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Keine Zeit für Sentimentalitäten. Sprich mit den Royal Knights. Ich bin gespannt, was du erfährst. Mikagura weiß wahrscheinlich etwas darüber. Finde heraus, was sie zu sagen hat. Du sagst also nichts. Okay, einen Verbindungssprung durchführen, ja. Wir gehen mal nach No Loon Ebene 1. Vielleicht ist hier jemand. Ah, andere Seite war da im Galactica Park. Ah, hier ist zumindest jemand. Hey, hast du das gehört? Die Zexans haben Unter Null herausgefordert. Das war klasse. Es war schwer genug, die Festung von Unter Null einzunehmen, aber anscheinend gab es auch noch einen Kampf gegen ein anderes Team. Die vor kurzem gegründeten Rebels und die Veteranen von Gamma sind auch aufgetaucht und haben einen Drei-Gruppen-Kampf gestartet. Ich habe gehört, dass die Zexans besiegt wurden. Yugo, ihr Anführer, ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Jemand hat mir neulich erzählt, dass er ihn in der ersten Nebel von Nolun gesehen hat. Es kursiert ein Gerücht, dass Yugo tatsächlich ein Geist ist, eine Art unsterblicher Hacker, der immer wieder aufersteht. Aber komm schon, all das Gerede in letzter Zeit ist zu albern. Er ist ein Avatar, er kann nicht tot oder lebendig sein. Yugo war es, der Digimon mit Hacking bekannt gemacht hat. Er ist eine lebende Legende, es kursieren viele Gerüchte über ihn. Geht es dir gut? Was treibst du? Wo bist du? Was? Eine lebende Legende? Ein unsterblicher Hacker, der wieder aufersteht? Diese Gerüchte über Yugo werden immer verrückter. Natürlich weiß ich, dass du nicht so einfältig bist, ihnen Glauben zu schenken. Wie dem auch sei, wir haben einen neuen Fall von der Legende selbst. Komm also bitte zurück ins Büro. Also, dann ist das wahrscheinlich der storyrelevante Fall, den ich gesucht habe. Ab zum Ausgang. Und ab ins Büro. Und welchen Fall dürfen wir uns kümmern? Ja, rot, Storyfall. Yuko und Yugo. Yuko, okay. Ich will die Einzelheiten persönlich besprechen. Es geht um Yugo. Ich warte im Krankenzimmer meines Bruders. Die Belohnung ist Speicher ab. Nehme ich. Ab zum Krankenhaus. Zentral Krankenhaus. Dann glaube ich die Spezialstation. Hat ja, glaube ich. Er ist wahrscheinlich auch dort. Sind ja alle mit denen dort, oder?
Ohne Befugnis ist Zutritt verboten. Okay, also muss ich in den normalen Krankenzimmerraum gehen. Obwohl Hugo auch ein Eden-Syndrom hat. Okay. Das Ding ist, ich war bisher nur in Cutscenes dort. Ich musste nie hinlaufen. Meins. Nein, nein, will ich nicht rein. Okay. Ja, dann ist er auf der Spezialstation. Ich muss nur irgendwie rausfinden, wo. Ja, nur Angehörige und Mitarbeiter, aber ich bin ja irgendwas, oder? Davon. Bin ich hier was davon? In der Begegnung. In der Begegnung. Tarnkappe. Und mit Tarnkappe kann ich immer noch keine Türen aufmachen. Naja, dass da einfach wieder ein Typ sichtbar geworden ist, das interessiert dich nicht. Empfang? Ich glaube nicht, dass sein Zimmer im Empfang unten ist, aber. Ah, okay, hier ist. Hey, du bist doch mit Hugo befreundet, nicht wahr? Was, Hugos Zimmer? Da können wir nicht einfach irgendwelche Leute hineinlassen. Na gut, weißt du was? Ich habe dich und auch sonst niemanden gesehen. Mach einfach, es bleibt unser Geheimnis. Ah, okay, also kommen wir nur in Cutscenes dorthin. Danke, dass du den Fall übernommen hast. Um ehrlich zu sein, überlege ich, meinen Hugo-Avatar zu löschen. Wenn ich das tue, ist das das Ende der Zexans. Und dann wird es den Hacker Hugo nicht mehr geben. Ich habe darüber nachgedacht, seit dem Vorfall in Unter Null. Den Hugo-Avatar habe ich von Ria erhalten. Hugo ist ein besonderer Avatar, mit ihm kann man das System passieren, auch wenn man die falschen Account-Daten hat. Ria hat mir gesagt, dass ich immer, wenn ich den Hugo-Avatar benutze, wirklich zu Hugo wurde. Durch die Benutzung des Hugo-Avatars wurde ich unterbewusst manipuliert. Ich wurde eine einfache Marionette, die Hacker anführte, wann immer das Rie passte. Ich wurde von Ries Absichten gesteuert und konnte meine Gegner nicht besiegen. Deswegen habe ich beschlossen, den Avatar zu löschen. Ja, wie du meintest, obwohl Rie eine Verbindung zu dem Avatar hat, gehörte meinem älteren Bruder, Hugo. Es würde mir das Herz brechen, ihn zu löschen. Mir wäre es lieber, wenn wenigstens jemand dabei wäre, um es mitzuerleben. Kannst du bitte bei mir sein, um die letzten Momente von Hugo von den Zexans mitzuerleben? Das ist mein Fall für dich. Danke. Wenn ich auf die Schaltfläche drücke, wird die Avatar Hugo gelöscht. Auf Wiedersehen. Was? Der Avatar kann nicht gelöscht werden? Und warum kann ich den Account nicht löschen, während ich angemeldet bin? Was? Die Leute haben Hugo in Eden gesehen? Seit dem Vorfall in Unternull habe ich den Hugo-Avatar nicht mehr benutzt. Hat jemand den Account gehackt? Aber dafür gab es keine Anzeichen. Lydia, ich ändere die Zielsetzung für den Fall. Wir müssen die Person finden, die den Hugo-Account gehackt hat. Allein der Gedanke, dass jemand den Account meines Bruders gestohlen hat, wenn wir ihn nicht löschen wollten, das ist furchtbar. Selbst jetzt läuft jemand anderes in Ende rum und gibt sich als mein Bruder aus. Ich muss ruhig bleiben und meinen Avatar zurückholen. Das muss ein Ende haben. Es ist mir egal, was es kostet oder wie lange es dauert. Es wird nicht leicht werden, aber in diesem Fall werde ich über illegale Aktivitäten hinwegsehen, wenn sie nötig sein werden. Schau dich in Eden um, bring mir den Verantwortlichen. Natürlich werde ich mich auf der Suche beteiligen. Was? Ist es nicht gefährlich, ohne Digimon loszugehen? Mach dich nicht lustig über mich. Ich habe das Ersatz-Digimon für den Account Yuko Kamishiro vorbereitet.
Ich habe keinen auf dem Niveau von Ultra Rice Greymon oder Machine Dramon, aber ich komme schon klar. Die Augenzeuge hat ihn auf Ebene 1 in Nolun gesehen, richtig? Teilen wir uns auf der Suche auf. Oder für die Suche auf. Ich gehe schon mal vor. Also gehen wir nach Nolun Ebene 1. Okay. Yuko hat mir Bescheid gesagt, dass der Fall sich geändert hat. Erst waren es die Gerüchte, die immer verrückter wurden. Jetzt ist es der Avatar. Ich wollte ihn aufspüren, aber Yugos Account hat eine gute Firewall. Deshalb bin ich von außen nicht reingekommen. Anscheinend müssen wir zu Fuß suchen. Bitte geh los und befrage Leute, wo Yugo sich in Nolun aufhalten könnte. Nichtsdestotrotz. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es müsse ein genialer Hacker sein, wenn er einen Account mit einer so guten Firewall hacken kann. Also, Yugos Verbleib. Ab nach Eden. Durch den Fernseher. Es gibt viele Wege nach Eden, doch der Fernseher ist der beste. Vor allem, weil wir dann quasi wieder hier spawnen und den Fall wahrscheinlich gleich abschließen können. Nolun Ebene 1. Weil, warum nicht? Suchen wir nach Yugo. Oder Yugos Geist, wie man ihn jetzt wohl wirklich nennen könnte. Da ist eine riesige Enter-Taste. Ich hoffe, mir gehen hier nicht zu viele kleine Digimon. Eigentlich? Hochsicherheit. Die kleinen Digimon hier muss ich nicht bekämpfen. Seit der Sache mit Unter Null haben wir im echten Leben Chaos. Und in Eden auch. Weißt du was? Ich habe gehört, das Team hat sich nach der Suche mit den... nach der Sache mit dem Valhalla-Server aufgelöst. Wo würdest du an Yugos Stelle hingehen? Du wärst dann ja quasi ein Geist. Schau doch mal auf den Friedhof. Ja, ja. Mach du dich nur lustig. Hier hinten ist auch noch jemand. Ob mit denen wohl alles gut geht? Erster Präsident, jetzt die Geschäftsführerin. Die hohen Tiere fallen alle weg. Yugo ist sowas wie eine Großstadtlegende. Er ist hier und doch nicht. Erst weg, dann wieder da. Du drehst dich um und da ist er plötzlich. Dann denkst du, er ist da und du bist alleine. Genau wie ein Geist, wenn du mich fragst. Normal wäre es ja nicht so gut, aber er macht so sogar noch mehr Eindruck. Er hat Charisma. So erkennt man eine echte Legende. Seine Hackerfähigkeiten sind auch legendär. Die Leute reden immer noch davon, wie er die Firma bestraft hat, die Kamishiro übernehmen wollte. Er hat ein Digimon-Programm benutzt, um in ihren Server zu kommen und hat alle ihre Dateien vernichtet. Jetzt, wo ich sage, er hat den Hackern überhaupt erst die Macht der Digimon-Programme gezeigt. Das hat Hacking neu definiert. Okay. Bringt mir aber wenig über seinen Verbleib. Ich gehe davon aus, er ist entweder hier auf Ebene 1 anzutreffen. Dort oben ist jemand, der was wissen könnte. Entweder hier auf Ebene 1, im Zexen-Server oder beim Valhalla-Server. Eins von beidem. Willst du was fragen, dann raus damit. Aha, du interessierst dich für Yugo, wie? Ich habe ihn schon mit eigenen Augen gesehen. Das war in Nolun Ebene 2. Ist aber lange her. Ich habe das Gefühl, ich könnte ihn heute nochmal sehen. Heute ist einfach ein Glückstag. Ein Tag mit Yugo ist ein guter Tag. Das war mein Glücksmotto. Also, Ebene 2. Verstanden. Wahrscheinlich werden wir jetzt alle Ebenen durchgeführt, bis wir auf Ebene 5 müssen. Und zumindest wäre das mal meine Vermutung. Aber wir werden sehen. Oder auch nicht. Ich sehe noch niemanden. Hier müssen wir auch nicht kämpfen. Niemand, der was sagen möchte. Ja, wir gehen einfach. Oh, Kampf. Ja, Fähigkeiten. Meteorsturz. Bitte nehmt's mir nicht übel, aber... Er sagte, bitte nehmt es mir nicht übel, während er ihnen einen riesigen Meteoriten auf den Kopf warf. Hier könnten wir Patamon hineinnehmen, um seine Kameradschaft zu fördern. Eigentlich klingt das nicht mal nach einer dummen Idee, nachdem ich es ausgesprochen habe.
Weil Lady Devimon und Magna Dramon werden schneller sein. Und die haben feldzerstörende Angriffe. Oder zumindest AoEs. Und damit kann man wahrscheinlich besser. Also kann man zum einen die Probleme schneller lösen. Und zum anderen. Hat man ein bisschen Kameradschaft geben. Ich meine, halt so. Da freut sich Patamon auch ein bisschen, wenn es dabei sein durfte. Oh, Heckmon auch, okay. Ja. Kämpfe. Combo war unnötig. Aber wird akzeptiert. Dumm. 1900. Es tut mir leid. Nein, tut es nicht. Aber ich tue so, als ob. Okay, hier ist Zackgasse. Auf der anderen Seite geht's weiter. Patamon, du hast Flügel. Du kannst fliegen. Das ist dein einziges richtiges Markenzeichen. Eine Wurst mit Flügeln. Okay, hier war niemand bisher. Hier, Dunkelheit. Hello Darkness, my old friend. I've come to talk to you with you again. Ich kann nur den ersten Teil. Dann bin ich mir schon nicht mehr sicher. Okay. Ja, ja. Das Problem ist, dass Lady Devimon praktisch ihre ganzen SP verbraucht, so. Sie braucht noch viel zu viel, als dass es sich lohnen würde. Ja, cool, Otamamon. Brauche ich nicht mehr. Ich habe schon Mega Sidramon. Ist auch nichts. Okay. Na dann, wohin wissen wir dann? Gibt nicht viele Abzweiger, die man nehmen kann. Hast du irgendwas zu sagen? Weil eigentlich müsste ja dann ein Schloss über dir sein. Jo, ich glaube, es ist die Zeit für die nächste Pause. Hey du, benutzt du Boosts und sowas? Geiz rächt sich früher oder später. Ich benutze keine Boosts, weil die Züge, in denen ich sie benutzen könnte, kann ich die meisten Digimon erledigen. Weg. Nicht mal ein Angriff wert. Also doch halt schon ein Angriff wert, aber nur ein Angriff wert. Ich kann nicht weiter rauszoomen und hier hinten sehe ich auch niemanden. Das nicht bedeuten, dass da niemand ist, mit dem man reden kann, aber vermindert die Wahrscheinlichkeit. Das wollte ich nicht. Was sagt denn der Fall? Suche Nolun Ebene 2. Ja, okay, das ist das, was ich tue. Und ich habe Nolun Ebene 2 auch gefunden. Das ist nicht das Problem. Aber okay. Schauen wir einfach mal weiter. Sorry, aber wenn ihr da zu zweit auftaucht, dann kriegt ihr zwei Schläge ab. Ich glaube, ich habe genug SP-Heilung, als dass es mir nicht drauf ankommen müsste. Und wie sieht es mit der Kameradschaft von Patamon aus? 6%. Na, immerhin kann man es bald von Patamon hin und her digitieren, was schon mal nützlich ist, dass die Kameradschaft nicht verliert. Die anderen Digitationen sind dann wieder ein anderes Thema. Hier hinten ist auch niemand. Okay. Wir suchen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Ich will in diesem Part wenigstens noch den Typen finden, der mir sagt, ich soll nach Nolun Ebene 3 gehen.
Weiter schauen wir dann. Ja. Egal. Machen wir Dunkelheit. Kriegt für eine Weile kein Level ab, aber das ist egal. Alles umgebracht. Okay. Ich wäre ein bisschen sauer geworden, wenn es dort gewesen wäre. Stellt sich aber immer noch die Frage, wo. Ah, okay. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Das war dumm. Was zum Teufel? Nun sag schon etwas. Du machst mich wahnsinnig. Ich kenne einen Hacker von den Saxons, habe mit ihm geredet, aber ich bin noch nicht an diesen Avatar gewohnt. Es ist schwer, normal zu reden. Und ich sehe komisch aus. Es ist mir unangenehm. Natürlich, Hugh und ich sind eine Person. Nun ja, wir sind es und wir sind es nicht. Das ist eine E-Mail von Hugo. Wenn das von der Person stammt, die den Account gehackt hat, was meinst du, was sie plant? Ich warte auf dich an dem Ort, an dem ich geboren wurde. Die Nachricht erhält eine URL des Avalon-Servers. Der Avalon-Server. Dort hat Rie mich gebeten, die Saxons anzuführen. Dort wurde ich zum ersten Mal Hugo. Also wurde Hugo dort geboren. Aber das wissen nur Rie und ich. Rie, das ist bestimmt eine Falle. Wir sollten zusammen hingehen. Danke. Also, gehen wir. Okay, dann muss ich nicht zum Avalon so. Ja, aber dafür geht's gleich weiter. Endlich haben wir dich gefunden. Wer bist du? Ich bin Hugo, der Anführer der Saxons. Hör auf mit dem Blödsinn. Gib mir sofort den Avatar zurück. Ist dir dieser Avatar wichtig, Hugo? Du kennst meinen Namen? Natürlich, ich bin Hugo. Dies ist nicht der Avatar, den du so viele Jahre in Eden benutzt. Ist dies nicht der Avatar, den du so viele Jahre in Eden benutzt hast? Du denkst, dass dieser Account gehackt wurde, aber das stimmt nicht. Niemand ist als ich angemeldet. Lüg mich nicht an, niemand hat sich angemeldet? Richtig, es ist wie du sagst. Aber dies ist ein Account, der von Rikishibe mit einer eigenen Key erschaffen wurde, um dich zu manipulieren. Hugo, der ideale Hacker, der entwickelt wurde, um alle Hacker in Eden zu vereinen. Das bin ich. Du bist eine Key, also eine künstliche Intelligenz in meinem Avatar? Du bist ein Programm? Genau. Du konntest Hugo sein, obwohl du so ruhig und zurückhaltend bist. Ich bin der Grund dafür. Verstehst du das jetzt? Aber du und ich waren die ganzen Jahre über Partner. Und doch, warum willst du mich löschen? Ohne mich kannst du nie Hugo sein, nicht wahr? Aber trotzdem willst du mich löschen? Du wurdest ich, um Eden zu schützen, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Ich war allein und machtlos. Ich dachte nicht, dass ich Eden schützen könnte. Also habe ich Ries Einladung angenommen. Mein Bruder, den ich mehr als alle anderen respektiere, schützt das Eden, das unser Vater erschaffen hat. Der Avatar sieht genauso aus wie mein Bruder. Deshalb war es immer so, als ob wir zusammen wären. Ich verstehe. Lass uns ab jetzt gemeinsam Eden schützen. Für Rie habe ich nur Verachtung übrig. Ohne Frage bist du der beste Bruder, den man sich wünschen könnte. Genau aus diesem Grund habe ich mich wohlgefühlt. Ich Monster. Deshalb wurde ich von Rie manipuliert und habe schließlich das Eden meines Vaters ins Chaos gestürzt. Ich werde mich nicht mehr auf dich verlassen. Heute werde ich dich löschen. Du kannst mich nicht löschen. Ich wurde erschaffen, um Eden zu schützen. Ich kann nur in Eden existieren. Das dachte ich auch, aber es gibt bestimmte Orte außerhalb von Eden, wo wir leben können. Für dich vielleicht schon, aber ich bin ein Programm. Ich kann nirgends anders leben. Aber jetzt verstehe ich. Du und ich, wir sind verschieden. Maschinen-Ramon? Warum? Du bist mein Digimon.
Maschinenraum und ich kämpfen zusammen. Er sieht mich wohl noch als Hugo. Rice Greymon hat wohl dich ausgewählt. Aber kannst du mich besiegen? Ohne mich kannst du nicht mit deinen Begleiter reden. Ohne mich kannst du mit Begleitern reden, okay. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich will dich nicht verletzen. Aber ich will auch nicht gelöscht werden. Livia, ich verstehe, du hast dich entschieden. Wie wir denken, wo wir leben, unsere Digimon, unsere Freunde, wir sind völlig verschieden. Das lässt sich nur mit einem Kampf entscheiden. Wir sind Edens stolze Hacker, nicht wahr? Das ist mein Wille. Ich habe beschlossen, mich von dir zu trennen. Also, ab gegen Maschinendramon. Hatten wir ja schon mal. Ja, das ist auch verständlich, dass das passiert. Maschinendramon ist ein Virus. Also machen wir jetzt am besten ein Serum rein. Patamon gegen Rice Greymon. Nehmen wir doch einfach zwei davon. Was soll schon schief gehen? Hier dafür heiliges Licht. Sollte Schaden machen. Oder trifft nicht? Ich meine, ja, natürlich trifft es nicht. Was sollte es auch anders machen? Treffen? Ha. So, Albtraum. Meteorsturz 2. Neo-I-Angriff gegen einen einzelnen Gegner ist so ein bisschen... Aber... Dreizack-Revolver. Pam, pam, pam. Anmeldung, okay. Angriff und Treffsicherheit. Wenn du es nötig hast, ich benutze heiliges Licht. 200 Schaden ist mehr. Der Kampf kann sich vielleicht ein bisschen hinziehen. Ich habe mal 500 aller meiner Bündeten. Unendlichkeitskanone. Ja. Deshalb. Lady Devimon vielleicht. Ah nein, Überhitzung, weil die Unendlichkeitskanone so viel. Die Unendlichkeitskanone ist in der Hinsicht shit. Piu, piu, piu. Ja, das macht jetzt auch mehr Schaden. Items. Diesmal ein Spray für 1000. Schießt? Okay, und was schießt du? Schießt du heiliges Licht? Danke für den Crit. Hör auf, Meteorsturz einzusetzen, du hast bessere Angriffe. Geistentzug? Nö, Albtraum. Es reicht, es sieht nicht nach viel aus, aber es reicht. Dreizack-Revolver. Piu, piu, piu. Vielleicht belebe ich mit Lady Devimons nächstem Zug. Oh, danke schön. Nur einer meiner Digimon greift physisch an. Fähigkeit wiederbeleben kann ich nicht, aber Patamon wiederbeleben mit einem Item. Damit es wäre traurig, wenn es die Erfahrung hier nicht kriegt. Wo haben wir es? Kommt ein bisschen drauf an, wie viele Wiederbelebungskapseln ich habe. 8 ist genug. Es muss ja nicht überleben, es muss nur leben. Schießt. Was schießt du denn? Nur noch einen Albtraum einsetzen, danach ist Lady Devimon so ein bisschen. Autoreparatur. 100 Leben. Eine Pamwolke ist immerhin besser. Machsturm ist egal. Vertikal. Dreizack-Revolver. Und heiliges Licht.
So. Dein Angriff ist mir egal. Du machst keinen Schaden, Junge. Ich zwar auch nicht, aber du machst keinen Schaden, Junge. Wechsel Lady Devimon gegen Etemon, hä? Okay. Etemon macht noch am meisten Sinn. Kette plus. Daneben. Anmeldung. Okay, er versucht eine Unendlichkeitskanone aufzuladen. Wie wär's, wenn wir. Kann nicht mehr. Dann hat's so. Oh. Okay. Zu viert. Müssen wir bei einem. Ah, jetzt setzt du Dreizack-Revolver ein. So haben wir das gern. Flammenwind. Das sollte reichen, oder? Ja, und trifft halt auch. Das war wichtiger. 1900? Oh, ich hätte mehr erwartet. Naja, für Patamon reicht's. Traurig. Ja, Level Max. Gatomon. Und ein paar. Lady Devilmon hat wie immer noch nichts. Egal. Ich verstehe. Da muss ich wohl verschwinden. Nein, ich werde dich nicht löschen. Entscheid dich, Mädchen. Mein eigentliches Ich ist noch hier. Verstehe. In dem Fall. Was? Hör auf mich anzustarren. Ich werde nicht heulen. Rice Greymon, ich bin nicht mehr Yugo, aber wirst du bei mir bleiben? Also, danke. Ja, entwickelt sich auch nochmal. Oder digitiert. Du bist digitiert und hast jetzt einen anderen Körper. Ich freue mich für dich, aber ich vermisse auch deine alte Form etwas. Der Fall ist abgeschlossen. Danke. Übrigens, ich bin gerade dabei, mir die Bäckerei in den Nakano anzusehen. Sollen wir gehen? Nein, keine Bange. Ich werde schon keinen Fressanfall oder so bekommen. Ich muss mich nur wieder einkriegen. Kommst du oder nicht? Oh, ja, das ist wohl wahr. Yuko fand die Kuchen so lecker, dass sie immer mehr gegessen hat, bis der Manager schließlich weinte. Sie war spät dran, sich bei mir zu melden, und ich war besorgt. Also das hat sie dann letztendlich gesagt. Ich weiß, normalerweise bringen wir den Fall zu Ende und unterstützen den Klienten auch hinterher, aber vielleicht lassen wir das dieses Mal. Ich habe es oft erlebt, dass Digimon-Accounts gestohlen haben. Dass eine menschenähnliche Key anfängt, Accounts zu stehlen. Was die Programmierung angeht, sind eine Key und ein Digimon mehr oder weniger gleich. Im Cyberspace scheinen sich immer seltsame Dinge abzuspielen. Du nickst und sagst, ja, ja, wie alle anderen, aber selbst dich könnte man als seltsam bezeichnen, nicht wahr? Okay. Ja, wir erstatten Bericht, wir geben das ab. Auch wenn nur ein billiger Auftrag. Gute Arbeit, deine Fälle scheinen gut zu laufen. Ach ja, sollte mir jetzt nicht mit ihren Vorbereitungen fertig sein? Sollte sie. Ja, wir machen noch schnell den Speicher ab. Dankeschön. Sie sollte. Und wir werden es beim nächsten Mal anschauen gehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.